Und ihr? Latscht ihr einfach so ein bisschen rum? Ein bisschen was kaputt machen oder was? Nee, was nur Schiss. Zeig mal die Waffe, die sieht ganz schön aus. Hier einmal für die Kamera. Mein Name ist Paul Schridde. Und gemeinsam mit meinem guten Freund Jakob möchte ich auf Abenteuerreise gehen. Zusammen erforschen wir die vergessenen Orte dieser Welt und reisen auf der Suche nach alten Geschichten in die Vergangenheit. Zusammen mit interessanten Menschen werden wir uns als Urban Explorer auf die Suche begeben, die vergessenen Orte und vergangenen Geschichten auf unseren Kameras festzuhalten. Ich bin PJ Adventure und das ist Hashtag Urbex Adventure. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal PJ Adventure. Wir haben diesmal eine 3,5-tägige Tour, die längste, die wir bisher hatten, und darauf freuen wir uns richtig hart. Mit dabei wieder JJ, wie immer das gleiche Theater. Dieses Mal, ihr seht es schon mal, mein Gesicht ist mehr als weiß. Ich meine, ich bin ja sonst schon weiß, aber mit diesem Licht, was ich jetzt hier nämlich oben dran habe, bin ich noch etwas weißer. Und das kann die ein oder andere Lady da draußen vielleicht interessieren und begeistern. Wir fahren auf jeden Fall jetzt noch ein kleines... Hoffentlich! Wir fahren auf jeden Fall jetzt noch ein kleines bisschen. Wir fahren noch genau 1 Stunde 9 Minuten, wenn alles hinkommt, wie es hinkommt. Und dann treffen wir uns tatsächlich schon mit den ersten beiden Special Guests quasi in dieser Spezialausgabe von Lost Place, sag ich mal. Übrigens habe ich mein Bart hier ein bisschen gekürzt an den Seiten. Meine Haare sind frisch gemacht, also, ne? An die Ladies. Alles klar, wir sehen uns dann später nochmal. Wir fuhren nun noch circa 1,5 Stunden weiter, bis wir die Jungs dann an unserer ersten Location trafen. Was uns dort erwartete, übertraf unsere Erwartungen sogar noch. So Leute, wir sind im Dunkeln angekommen. Hier haben wir noch zwei nette Kollegen, vielleicht wollt ihr euch mal selber vorstellen. Moin, ich bin Florian von Lost Place Fotograf. Ja, ich bin auch Florian, moin erstmal, auch von Lost Place Fotograf. Ja, wir machen jetzt eine Kleinigkeit gemeinsam. Morgen sind wir noch mal den ganzen Tag gemeinsam unterwegs. Und die erste Location, die wir hier haben, beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, ob ich es rausschneide, egal. Die erste Location, die wir hier haben, ist eine verlassene Psychiatrie bzw. Lungenheilstätte. Ich weiß gar nicht, könnt ihr dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen als ich? Ihr kennt euch ja ein bisschen besser aus hier. Ja, also erbaut ist die 1900 irgendwas, also relativ altes Gebäude. Ja, geschlossen Anfang 2000 oder 1998, 99 wurde sie geschlossen, weil es sich nicht mehr rentiert hat. Die hat dann ein Holländer aufgekauft, die gehört jetzt zum Holländer. Der wollte die auch wieder aufbauen, ist bis jetzt noch nichts passiert. Ist sehr Vandalismus geprägt, wenn man das so sagen kann. Ja, das hat man auf jeden Fall auch schon gesehen hier. Wir sind hier reingekommen, das sieht halt echt eher schon nach so einem Rohbau aus, weil da eigentlich echt alles raus ist. Aber so vom Standort sehr schön. Morgen am Tag sind wir auch nochmal hier. Da werden wir das Ganze dann nochmal mit dem Blick ins Tal genießen, hoffentlich. Ja, wir schauen uns das Ganze jetzt mal im Dunkeln ein bisschen an. Ach so, eine kleine Nebeninformation. Ich habe gerade gehört, es soll hier angeblich spuken. Also mal sehen, was wir davon vielleicht mitbekommen. Ja. Ah, und hier ist hier direkt der Pool, oder wie? Ja. Das ist ja ein Riesenteil. Hä? Das ist tatsächlich merkwürdig. Also wahrscheinlich, da ist auch hier mal bestimmt dran. Hier. Vorsicht.
Frühstück. Ah ja, da ist man reingekommen. Ist auf jeden Fall gut Müll am Start. Ja. Alles rein. Oh, das ist immer so schade. Und hier kommen echt regelmäßig noch merkwürdige Leute hin, um irgendwas anzubieten, oder was? Vorwiegend Typen in dem Gebäude. Das ist bestimmt eine unheimliche Sache. Wenn man nicht weiß, was das ist und so. Dann auf jeden Fall. Also das Highlight von dem Haus ist eigentlich die OP-Säle. Ja. Die Lagerräume unten. Ja. Das Ärztehaus und die Turnhalle, die noch oben ist. Eine Turnhalle gibt's auch noch? Eine Turnhalle gibt's noch. Okay. Da hängen auch noch in den Basketballkörben die Schilder drin. Ah, das ist natürlich geil. Die Treppe ist auch noch safe? Ja, klar. Ja, klar. Also unter 1000, ich wiege 90 Kilo ungefähr. Okay, dann ist sie safe. Ist der Uhu hier drin oder was? Der Uhu passt gerade atmosphärisch irgendwie. Was? Habe ich überhaupt einen gehört oder war es Illusion? Sehr gut. Also drüben im Keller, im Psychiatrieabteil, da hast du dann noch einen Sessel drin stehen. Das ist auch noch relativ. Cooler Raum. Ja, das ist eigentlich auch noch gut. Das passt. Ja, auf jeden Fall. Oh, das passt auch. Nee, ACAB. Das passt eigentlich gar nicht. Nochmal zum Thema Spuk auf jeden Fall. Wurde mir hier gerade erzählt, dass es hier mal eine ganz geile Geschichte gab. Wie war das nochmal genau? Hier waren also Freunde von euch? Ja, genau. Ja? Und, die haben gefilmt und dann ging eine Tür plötzlich zu, was man im Video auch gesehen hatte. Und ja, dann wollten die da reingehen, dann ist bei der einen was über den Fuß gelaufen und dann kam ein Frauenschrei aus der Tür und die haben den Raum nicht mehr aufgekriegt. Und ja, das war alles auf Video. Findet man das Video noch? Mysteriös, alles weg. Handy ist Jochen. Egal, aber es ist auf jeden Fall von der Geschichte her ganz interessant. Ich hoffe echt, man hört hier gleich noch Schreie. Ich bin ein bisschen scharf drauf, euch sowas mal zu zeigen. Weil ich, wie man weiß, glaube ich auch an Geister auf jeden Fall nicht, aber ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Und dieser Raum hier übrigens, echt interessant, hier hängt so eine, ich weiß nicht, ob es ein Röntgenraum war oder sowas, aber auf jeden Fall so eine alte Computeraufhängung, beziehungsweise so eine Aufhängung von so einem Bildschirm, wo man hier so hin und her drehen konnte, ist auf jeden Fall ganz geil, weil es echt uralt ist. Und hier lag dann, stand vielleicht eine Liege oder was, oder vielleicht auch im Raum daneben und dann wurde hier geröntgt. Ein Raum weiter, da müsste dann noch so eine Aufhängung für so einen Stuhl sein. Ja. Oder das war hinten auf dem Flügel, wo so ein, wie man es von Sanans kennt, so ein Stuhl. Ach, so ein Klappstuhl, so ein Stuhl, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Steht zwar leider nur die Aufhängung, aber wenigstens was. Immer nur die Aufhängung, es ist fast überall so. Das wichtige Zeug ist immer weg. So, wir haben auf jeden Fall gerade irgendwas gehört, Leute. Ich habe mal die Gruppe über mir angeschmissen, wie ihr seht. Beziehungsweise haben wir nichts gehört, sondern Licht gesehen. Das konnte man jetzt aber auf der Kamera irgendwie nicht so richtig erkennen. Lass uns mal am besten zusehen, dass wir nach oben kommen und das mal abchecken, bevor wir hier unten weiter rumeiern. Alter Jakob, Makroobjektiv hier, beste. Kommen wir hier hoch? Nein. Lass mal erstmal hochgehen und das kurz abchecken. Ah, der Übergang ist aber ziemlich geil hier. Ja, oben, der ist schöner. Jetzt sind wir hier im Keller. Ja, geh mal vorwärts. Ja, geh, lass mich mal vorgehen. Moin, moin. Warum bitte Fotos machen oder was? Warte mal, komm mal rum. Ja, und wir haben unsere Taschenlampen gesehen. Wir haben schon eingedrückt, Junge. Ja, wir auch. Moin. Ja, gleich eine Axt in der Hand. Was denn, Alter? Macht ihr Fotos oder was? Fuchs kommt oder so, ja. Fuchs, oder? Also seid ihr das mit den Autos? Ja, wir sind das mit den Autos auf jeden Fall. Ja, für YouTube ein bisschen. Gute Sache. Und ihr? Latsch hier einfach so ein bisschen rum. Bisschen was kaputt machen oder was? Nee, wird nur Schiss. Zeig mal die Waffe, die sieht ganz schön aus. Hier einmal für die Kamera. Einmal dein Gesicht, ne? Gleich in die Bullen hier. Na Gott. Ja, alles klar, wir uns arbeiten. Ja, sehr gut. Viel Spaß euch, ne? Wissen wir zumindest Bescheid hier. Ihr seid keine Killer, ihr tötet den Singen. Nein, nein, nein. Du, das ist doch der Richtige, ne? Links geht es. Wo? Wenn wir
jetzt hier links gehen. Achso, da geht's den Gang rüber, ne? Genau. Das auch. Warte mal. Die schon wieder. Sehr gut. Die Machetenjungs. Ja, der wird auch gleich kommen. Oh, das war ein gewaltiger Raum hier. Ja, da, das war wahrscheinlich, vermuten wir, Eingangsbereich, Speisesaal. Ja. Vermutlich. Aber was war hier wohl? Das würde sich anbieten, ist das hier der Speisesaal, weil da drin sind die Küchen. Da sind die Küchen? Ja. Sonst zeig doch mal die Küchen, geh doch mal bitte einmal. Geh doch mal vor, Kollege. Okay, ich war vor. Da mit der komischen Nike. Das sieht aber, die Nike-Cap mit der Jacke in Kombination sieht irgendwie ganz fresh aus hier in dem Bild. Das müsste die Küche sein, ne? Ja. Also hier wurde gekocht und geköchelt, könnt ihr euch jetzt mal vorstellen. Einfach mal ein schönes Hacksteak hier für die... Ne? Also so kann man sich das vorstellen, hier wurde Essen ausgeteilt. Und... Leute, ist das hell, ich fass das nicht. Hallo? Wo ist denn jetzt der Schalter? Ich sehe ihn nicht. Da? Ja, das sind die Machetenjungs. Die guten Alten. Also jetzt hier lang, oder? Ja. Okay. Am nächsten Tag hatten wir super viel Glück mit dem Wetter und fuhren ein zweites Mal zu der Location. Im Hellen sah das Ganze dann doch nochmal ganz anders aus. Auf dem Dach der alten Heilstätte, was nicht mehr äußerst stabil aussah, wurde gegessen und gekocht mit dem Gaskocher. Also hier ein Genius auf jeden Fall am Start gewesen. Mein schöner Gaskocher. Gut, dass nicht der geliehene ist. Kannst du schon mal essen. Lass dich schmecken auf jeden Fall. Schmeckt schon? Scheiße, nee. Ich mach das mal hier in den Topf rein. Ich sag doch Topf. Sehr gut. So soll das sein. Hast du meine inzwischen schon mal offen? Arsch hast du offen, ja. Das stimmt. Ist das kacke, ey. So, jetzt wird auf jeden Fall ein bisschen chaotisch gegessen auf einem Dach, wo man nicht genau weiß, ob das noch ewig hält. Wir haben noch einen Mann dazu bekommen. Der will aber, glaube ich, nicht gezeigt werden, weil es ein bisschen unangenehm ist, hier mit solchen Chaoten zusammenzusitzen. Naja, wir lassen uns jetzt erstmal mehr oder weniger schmecken. Die guten alten Dosen-Raviolis von Maggi. Also ich meine, wie kann man die... Das sind Kochkünstler wirklich. Hast du dazu irgendwas mitzuteilen? Nee. Nee. Das ist zu klein. So, das Ganze jetzt nochmal bei Tag. Die alte Heilstätte. Da, wo gestern Abend quasi schon mal waren. Oder wo ihr gerade eben wart. Da runter kommst du rein, wo der Ofen steht. Wenn er runter geht. Ah ja, ich glaube, da gehe ich runter. Direkt. Auf jeden Fall eine bisschen größere Gruppe am Mann heute. Hatten wir noch nie so in der Art. Ja. Mehr als motiviert auf jeden Fall. Oh, schon wieder wo reingefallen hier. Man hat halt in dieser Haltestelle irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie so dermaßen kaputt und man sieht hier so andauernd Leute, gerade eben mit der Drohne, ich weiß gar nicht, ob ich das gefilmt habe, waren hier auch schon wieder so viele Leute unterwegs irgendwie, die da dann irgendwie, gucken wir mal, was hier los ist, die dann da irgendwie sich das angucken oder einfach nur hier hinkommen. Das sind dann nicht mehr unbedingt Urbexer, sondern wirklich einfach nur Leute, die Bock haben, hier so ein bisschen sich die ganze Scheiße anzugucken, ne? So, diesen Teil kennen wir ja eigentlich schon von gestern. Nur das Ganze jetzt hier nochmal am Tageslicht zu sehen, ist eigentlich auch nochmal ganz schön. Hier lässt sich jetzt sogar mal erahnen, was für ein Boden hier mal drin war. Schöner Holzfußboden komplett, aber der ist natürlich auch schon überall irgendwie weg. Schade. So, hier kommen wir nochmal zu den OP-Sälen. Ganz auch nochmal am Tag. Alles etwas nicht durchfluteter. Ja, hier ist halt wirklich, das ist, hier sieht man halt noch, dass das Ganze mal eben eine Heilstätte war. Ne? Hier war dann die Liege, da oben war ein Licht befestigt. Ja, das gab es auch schon zu der damaligen Zeit natürlich. Aber hier sind noch so alte Halterungen. Hier haben die wahrscheinlich mal irgendwie... Was war das? Das waren Barren, ne? Und hier fing dann dieser Teil quasi an, wo man dann eben Sport machen konnte, um seinen Körper wieder fit zu machen. Und wenn wir jetzt hier eine kleine Ecke weitergehen,
kommen wir hier in einen Teil, der noch verranster ist als der Rest. Aber ja, boah, diese Decke, ne? Was kommt da? Ja, aber guck mal, es sind auch einfach nur so Platten, auf denen wir stehen, die könnten jederzeit runterkommen. Ja. Boah. Aber ja. Wenn du so das Loch anguckst, dann siehst du mal, wie dick die Platten sind. Ja, wenn dir die auf den Kopf fällt, dann bist du auch platt. So Leute, und hier eigentlich echt, ich finde mit mein Highlight, da hängt mal ein Basketballkorb. Schade, dass der nicht mehr dran ist, sonst könnte man hier ein Ründchen spielen eigentlich. Ist echt ein relativ geräumiger Sportbereich, an dem die hier Basketball gespielt haben, an dem die wahrscheinlich Turnübungen gemacht haben, etc. etc. So Leute, und wo wir gerade schon mal an so einer schönen Stelle stehen, also mein Bildschirm zurechtklappen, hier nochmal ein bisschen Werbung zwischendurch, bitte nicht abschalten. Ich wollte einfach mal hier den Instagram-Account von den beiden hier erwähnen. Lost Place Photograph, machen schöne Bilder bisher, aus welchen Gebieten? Ja, vorwiegend Harz. Harz und eins war Leipzig. Also Leipzig, Harz, die Gegend, vielleicht kommen sie auch mal nach Norddeutschland oder vielleicht auch mal nach Bayern, man weiß es nicht. Aber lasst auf jeden Fall mal ein Follow da, ein paar Likes, das wird die beiden Jungs auf jeden Fall freuen. Ich verlinke euch das Ganze auf jeden Fall. Wollten wir auch noch was dazu sagen? Wir würden uns freuen, wenn wir ein paar neue Follower bekommen. Wir sind jetzt noch nicht so groß auf Instagram. Ja. Worauf sie aber auch nicht unbedingt immer ankommt. Aber auf jeden Fall... Sprengt doch mal die Seite auf jeden Fall. Ich verlinke euch das Ganze jetzt mal kurz hier drunter. Und dann könnt ihr das Video weiter angucken. Ganz wichtig, alle Bilder sind selbst gemacht. Nichts geklappt. Außer die von anderen eingefügt wurden. Sehr, sehr gut. So, ich denke mal, ich habe genug gefilmt hier bei dieser Location. Wir beenden das Video einfach mal an der Stelle. Der Kollege guckt aber immer skeptisch da vorne. Sag gar nicht, was man machen soll. Auf jeden Fall, ja, hoffe ich, euch hat das Video wieder gefallen. Wir fahren jetzt nochmal zur nächsten Location, filmen dann auch nochmal ein bisschen, machen ein paar Fotos. In der großen Gruppe ist das alles ein bisschen chaotischer. Keiner weiß genau, was er will. Alle randalieren. Weil die Location war eigentlich mal heiler, als wir angekommen sind. Auf einmal sieht das so aus. Dach hast kaputt. Hast du auch einer gegönnt, Spaghetti? Oh ja, die Magis hier kommen gut an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.